das hier, einer unserer besten Schauspieler, wenn nicht der beste überhaupt, der Mann, der die Telekom mit großem Erfolg an die Börse gebracht hat, wird jetzt beleidigt von unzufriedenen Telekom-Aktionären. Schauen Sie hier, Manfred Krug verhöhnt Telekom-Aktionäre. Und zwar im Heft lesen wir Jan Schiebold. Das ist Jan Schiebold, hat Telekom-Aktien gekauft. Alles, was ihm blieb, ist dieser Pulli. Ja, und, den Pulli hat, glaube ich, die ARD von Torra hinterhergeschmissen, als er damals zu Sat.1 ging. Für alle, die sich nicht so für Börse interessieren, der Kurs der Aktie verläuft abwärts. Ja? Oben, da hat Herr Schiebold gekauft. Ja? Und unten, da ist die Aktie jetzt. Und Herr Schiebold ist vielleicht neu an der Börse, oder er kennt sich nicht so aus. Er glaubt, Manne Krug sei schuld. Warum nicht? Wenn es schon Willis Witzebuch gäbe, hätte er es kaufen können, lesen. Ja? Aber ich glaube, für eine Telekom-Aktie kriegst du nicht mal Willis Witzebuch. Ist das so? Ja. Wir sind heute irre gestiegen auf 29 Euro. Auf 29 Euro? Ja. Und das sind ja schon zwei Witzebücher, sind ja. Achso, sind ja Euro! Entschuldige, natürlich. Ach, sind ja Euro, ich denke immer noch in Gulden. Ja. Euro. Ja, aber Sie lachen. Manfred Krug ist nicht der einzige Prominente, der sein Image in den Dienst von guter, seriöser Werbung stellt und sich hinterher von enttäuschten Kunden beleidigen lassen muss. Es greift um sich. Der trommeldove Kleinanleger Schiebold ist mit seinem saublöden Beschwerdebrief kein Einzelfall. Immer mehr Prominente werden von verstörten Verbrauchern für Werbespots zur Rechenschaft gezogen. So schrieb Roswitha Klößke, 36, an Veronika Ferres: Sehr geehrte Frau Ferres, Sie machen seit einiger Zeit schön Reklame für E.ON. Darin behaupten Sie steif und fest, mein E.ON steht mir gut. Ich habe mir daraufhin auch dieses E.ON besorgt, aber meine Titten sind bisher nicht ein Millimeter gewachsen. Schönen Dank, Frau Ferres. Verarschen kann ich mich selber. Bedient zeigte sich auch Rudi Mölchel, 34. Er schrieb an Franz Beckenbauer: Sehr geehrter Herr Kaiser, Sie machen jetzt Werbung für Telefon und Drehsessel. Dabei lehnen Sie sich gemütlich zurück und sagen: Schön, dass sich mal jemand um mich kümmert. Dann kommt Claudia Schiffer rein und fragt: Störe ich? Ist ja wohl klar, was die will. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hab mir den Scheißsessel auch gekauft. Ich rede 20 Mal am Tag zurück, aber wer kommt nicht rein? Claudia Schiffer. Eine bodenlose Sauerei mit dem Verbrauchersvertrauen. Furcht Teufel. Den Kaffee auf hatte auch Liesel Grund, 73. Sie schrieb an Czerno Jobatai: Verehrter Herr Jobatai, Sie machen für ja nichts Reklame. Sie denken auch, nur weil Ihnen nichts angeboten wird, werden Sie aus der Sache raus und gehen. Ich finde Sie trotzdem scheiße. Sie sollten sich das schämen. Fazit: Schützt unsere Werbeträger vor der Zielgruppe. Briefe sind erst der Anfang. Und ich habe vergessen, Ihnen den Brief zu zeigen. Manfred Krug hat sich nämlich die Zeit genommen, einen Brief zur Antwort zurückzuschicken. In seiner berlinisch charmanten Art. Aber er hat natürlich recht. Schauen Sie, das ist Auszug aus dem Brief. Sehr geehrter Schiebold, es liegt im Wesen der Aktien, dass sie unentwegt schwanken. Manchmal muss man sie gut beobachten. Man sollte den bekannten Leitspruch beherzigen: Manchmal stehen die Aktien hoch und manchmal stehen sie niedrig. Ein Auf und Ab, gerade wie beim Arsch vom alten Kaiser Friedrich. Man hat er recht. Aber geht weiter. Hier. Hier. Als die T-Aktie bei 100 Mark stand, hätten Sie verkaufen können. Das wäre ein schöner Reibach gewesen. Und sicher hätten Sie mir keinen Dankesbrief geschrieben. Und haben Sie reagiert, als sie bei 90 Mark stand und bei 80 und bei 70? Wahrscheinlich konnten Sie den Hals nicht vollkriegen und haben darauf gewartet, dass die Aktie steigt und steigt. Jetzt muss ich mir Ihr Gejammer anhören. Ja. Es stimmt. Er hat absolut recht. Manne Krug hat ja nicht gesagt, die Telekom-Aktie geht auf 1000 Euro hoch, sondern die Telekom geht an die Börse. Gehen Sie mit?
Oder ich gehe mit. Ja, und die steigt ja auch wieder. Und sie steigt ja auch wieder. Das sind ja jetzt Einstiegskurse. Und wer die Aktie damals gezeichnet hat, als Manfred Krug gesagt hat, der ist ja immer noch im Gewinn, oder? 100%. Aber absolut 100%.